Herzlich willkommen zu meinem heutigen Interview mit dem Achgut.com-Autor Thilo Schneider. Er ist bekannt durch seine humorvollen Glossen, die wöchentlich bei Achgut erscheinen. Und neuerdings hat er ein Buch mit dem dramatischen Titel The Dark Side of the Mittelschicht herausgebracht. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, wie ich schon sagte, Sie sind bekannt durch sehr humorvolle Beiträge. Und wie wir aber alle wissen, versucht man ja häufig durch Humor seine wahre Verzweiflung zu verstecken. Und jetzt würde mich mal interessieren, was wollen Sie denn verstecken mit Ihrem Humor? Also tatsächlich Verzweiflung. Es ist einfach so, ich halte mich oder fühle mich mittlerweile wie der letzte Bundesrepublikaner. Ich kenne diese Gesellschaft noch so, da gibt es verschiedene Parteien, die machen ein Angebot und das kann man dann annehmen oder ablehnen. Was ich heute allerdings erlebe, ist, du bist entweder bei den Guten oder du bist bei den Bösen. Du hast dich korrekt zu verhalten, du darfst keine doofen Witze machen, du darfst auch keine guten Witze machen, am besten machst du überhaupt keine mehr. Dauernd ist irgendjemand diskriminiert, dauernd fühlt sich irgendjemand auf den Fuß getreten, irgendwie ist auch jeder unzufrieden und das sind alles Dinge, also es regt mich furchtbar auf. Ich glaube eigentlich, wenn man die Leute in Ruhe das machen lassen würde, was sie können, dann würde unsere Gesellschaft insgesamt viel besser funktionieren. Mhm. Nun sind das ja, also was Sie beschreiben, sind ja in erster Linie erstmal Allgemeinplätze, die öfters mal angebracht werden aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Aber was genau heißt das für Sie? Also was genau ist Ihr Problem? Mein Problem ist zum Beispiel, dass ich bin Dieselfahrer, dass ich mich als Umweltsau beschimpfen lassen muss. Das ist was, verstehe ich nicht. Also die letzten 40 Jahre hat es was getan, ne, da war es in Ordnung gewesen. Jetzt auf einmal ist es plötzlich alles falsch. Ich esse gern Fleisch, ich mag Fleisch, ich liebe Fleisch. Ja, aber ist ethisch nicht so ganz vertretbar. Das sind zwei Beispiele für Dinge, wo ich sage, mich interessiert es doch, dann lass mich doch mein Fleisch essen, ist doch alles gut. Stört doch keinen. Und erleben Sie das tatsächlich jetzt direkt in Ihrem Umfeld, dass Sie dafür angegriffen werden? Jein. Sagen wir es mal andersrum. Sie haben früher Leute eingeladen, um eine Party zu feiern. Da müssen Sie heute durchfahren. Isst du Schweinefleisch? Hast du irgendeine Glutenallergie? Wird man rauchen dürfen? Ist Obst für dich in Ordnung? Wenn ja, welches Obst? Das will ich doch gar nicht. Ich wollte mich doch eigentlich nur mit Leuten treffen und gemeinsam was essen. Und stattdessen haben Sie eine Planung und einen Papierkrieg, der mehr ist als beim Krieg von Troja. Ist das dann, also geht es Ihnen um die Mentalität in der Gesellschaft, die sich geändert hat? Oder sind das dann doch eher konkretere Dinge, die sich geändert haben? Das eine bedingt ja das andere. Sie stehen ja quasi unter einem Dauerfeuer. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine gewisse Meinung haben und und dann sitzen Sie mit Freunden zusammen oder mit Leuten, die Sie zumindest bisher für Freunde gehalten haben. Und dann sagt irgendeiner, ich habe letztes Jahr AfD gewählt als Beispiel und kriegt dann von einem anderen gesagt, du Nazi. Damit führen sie kein Gespräch mehr, das war es dann gewesen. Sowas finde ich blöd. Anstatt zu fragen, warum, erstmal sofort abbürsten und dann hat sich sämtliche Argumentation erledigt. War das die Antwort auf die Frage oder habe ich die Frage vergessen? Nein, also, ja, wie soll ich das sagen? Das, was Sie anbringen, das, was aus Ihren Texten hervorgeht, aus Ihrem Buch, was Sie jetzt auch äußern, ist so ein, würde ich mal sagen, allgemeines Unwohlsein angesichts einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung. Und mich interessiert die genaue Lokalisierung der Quelle des von Ihnen beobachteten Übels. Und da würde mich mal interessieren, wogegen richtet sich eigentlich Ihr Unwohlsein? Sind das die Medien? Ist das Ihr Umfeld? Sind das bestimmte berufliche Bedingungen? Es ist die Regierung, sind das Parteien? Also Sie hatten gerade so ein Beispiel, Sie beobachten also so eine Diskursverengung einfach im Freundeskreis, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das andere ist so eine Art Blockwartmentalität. Auch hier konkrete Beispiele. Ich stehe an der Straßenecke und rauche. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, mich belästigt das. So, und wie reagieren Sie jetzt? Und so sind es ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ich stehe am Bahnhof und schreibe mir irgendwas auf Notizblöckchen auf. Da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, ich bin nur 2 Minuten über der Parkuhr.
diese Blockwart-Mentalität, die ist viel, viel stärker geworden als früher. Wir in Bayern sagen ja Leben und Leben lassen. Aber das mit dem Leben lassen, das hat sich verändert. Das ist weg. Jeder muss den anderen irgendwie das Leben erklären. Und das ist was, was mir tierisch auf den Keks geht. Warum ist das so? Also woher glauben Sie, kommt das, was Sie da beschreiben? Die Frage hatte ich diese Woche schon mal in einem Gespräch gehabt, nach dem Motto, wann haben wir denn die Tür aufgelassen? Also ich glaube, es hängt mit dem Rauchverbot in Kneipen zusammen. Das war der erste Schritt, dass das durchgelaufen ist. Wenn Sie sich mal Kabinettssitzungen angucken, Filme von Kabinettssitzungen aus den 60er, 70er Jahren, die hocken da, die rauchen wie die Schlote, die saufen wie die Löcher, die schreien sich auch mal an, aber sie haben immer einen Konsens gesucht und auch gefunden. Und seit die Puritaner da sind, seitdem ist vorbei. Seitdem ist vorbei. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo wir die Tür aufgemacht haben und kriegen sie jetzt nicht mehr zu. Woher kommen denn diese Puritaner? Wer sind diese Puritaner? Ja, es fällt mir auch wahnsinnig schwer, das zu sagen, und es ärgert mich auch, aber da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das sind unsere Kinder. Das sind unsere Kinder. Wir haben die so erzogen. The sky is the limit und egal, was du machst, es ist immer gut. Es wurde vergessen, Grenzen zu setzen, zu sagen, jetzt hört's auf. Du kannst deiner Schwester nicht eine einschenken und glauben, dass das konsequenzlos bleibt. Sie haben ja selber Kinder. Wie haben Sie es bei denen gemacht? Oder wie Sie gerade sagten, ist es so, dass Sie sich da mitschuldig bekennen, dass Sie Ihre Kinder so erzogen haben, wie es Ihnen jetzt eigentlich nicht gefällt? Ich hoffe, dass ich meine Kinder zu selbstbewussten, offenen, aber auch prinzipientreuen und respektvollen Menschen erziehen konnte. Ob mir das geglückt ist, keine Ahnung. Ich hoffe es sehr. Ich glaube auch, dass es keine richtige Erziehung gibt, sondern nur eine am wenigsten falsche. Wissen Sie, meine Kindheit hat sich ja quasi unter dem Radar der Eltern abgespielt. Also da hieß es, wenn die Straßenlampen angehen, kommst du wieder heim. Was da zwischendrin passiert ist, Frau Stockmann, hat keinen interessiert. Da bist du halt heimgekommen, hast dir Knie aufgeschlagen und eine Rotznas gehabt, bist vom Fahrrad gefallen, ja gut, durch dich, komm dann wieder. Also ich glaube, so ist es heute nicht mehr. Du bist auch mal heimgekommen, hast geflennt, weil du Dresche bezogen hast. War halt so. Auf der anderen Seite hast du halt dann das nächste Mal was zurückgegeben. Aber wenn einer am Boden gelegen hat und hat geheult, war es rum. Während ich heute das Gefühl habe, dann geht die Sache erst richtig los. Glauben Sie nicht, dass die Gesellschaft heute viel komplexer ist als zu Ihrer Zeit und deswegen vielleicht auch unübersichtlicher und deswegen gibt es dann Phänomene wie Helikoptereltern oder eben eine verunsicherte Jugend? Ist sie komplexer? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird komplexer gemacht. Jeder will heute einen Safe Space haben. Und zwar völlig ungeachtet dessen, dass das Leben nun mal kein Safe Space ist. Anders ausgedrückt. Egal, ob du schwarz bist, ob du homosexuell bist oder ob du ein Mann im Körper einer Frau bist. Wenn du auf dem Bankkonto kein Geld hast, dann kannst du kein Geld abheben. Also die Ungerechtigkeit, die ist völlig unabhängig von Religionszugehörigkeit, von Hautfarbe, von sonst irgendwas. Umgekehrt sollte es auch der Erfolg völlig unabhängig von solchen Faktoren sein. Mir ist es völlig wurscht, was jemand für eine Hautfarbe hat oder was er für einen Glauben hat. Nur, in dem Moment, wo ich das sage, bin ich heute bereits in bestimmten Kreisen Rassist, weil die sagen, es darf dir aber nicht egal sein. Warum nicht? Also ich muss sagen, was so die Blüten der Identitätspolitik angeht, das ist mir auch ein Rätsel. Sagen wir es mal so, also was wir ja sehen, ist eine extrem fragmentierte Gesellschaft, die eigentlich nur noch aus diversen Peer-Groups besteht. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir insgesamt an Identität verloren haben. Um es mal ganz frech zu sagen. Also der Deutsche hat sich identifiziert über Wirtschaftswunder, D-Mark und Fußballweltmeister. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von mir ist es nicht. Die D-Mark gibt es nicht mehr. Wirtschaftswunder, und Europa oder Weltmeister, ey, echt jetzt. Also es ist alles weg, was so identitätsstiftend war. In dem Moment, wo einer sagt, ich mache jetzt was zur Identitätsstiftung, ich hänge mir mal so ein Deutschland-Fähnchen ins Auto, geht schon wieder durch die Hälfte der Republik ein Riesenaufschrei und eine Riesenaufwallung. Und dieses Begreifen, wir sind Deutschland, das wird heute negativ interpretiert. Und das ist eigentlich schade. Vermissen Sie den Zusammenhalt? Definitiv.
Vielen Dank. Gern. Und ich hoffe, alle haben jetzt mal den lustigen Thilo Schneider ein bisschen ernsthafter kennengelernt.